Herzlich willkommen zu meinem Tutorial GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir schauen uns in der nächsten Folge die Combo Box an. So, hier in dieser Folge zunächst den Konstruktor von der Combo Box. Was ist eine Combo Box? So, die kennt ihr alle, aber mit dem Namen noch nicht. Eine Combo Box ist so ein aufklappbares Auswahlmenü, wo ich dann sagen kann, gut, ich möchte mir eine Schriftart auswählen, zum Beispiel, oder ich möchte mir eine bestimmte Größe auswählen und solche Sachen eben. Ne? Also, das ist eine Combo-Box. Also, wir schauen uns den Konstruktor an und wir gehen mal in unser Programm hinein, was wir das letzte Mal programmiert haben. So, und da mache ich mir zur Übersichtlichkeit, setze ich mir erstmal einen Frame. Den mache ich zugehörig zur Root und den setze ich mir auf den Bildschirm. Und ich möchte, dass der über die ganze Bildschirmbreite geht. Deshalb hier fill gleich x. Und da setze ich jetzt mein Entry-Feld rein und das Entry-Feld, das muss ich jetzt erstmal hier auf den übergeordneten Master umwechseln und dann setze ich dem auch gebe ich dem jetzt mal eine Breite und hier mache ich statt, dass der über die ganze Bildschirmbreite ist, setze ich den an die linke Seite von unserem kleinen Frame. Also, das Ganze sieht jetzt so aus. Noch nicht besonders, aber hier neben soll jetzt die Combo-Box daneben und deshalb brauche ich hier oben ein bisschen Platz. So, ich definiere mir die Combo-Box. CB ist gleich Combo-Box. Die wird auch, als erstes kommt der Master und dann so, als erstes kommt der Master, dann kommt die Höhe und die Breite, die sollte man definieren. Die Höhe ist, wie weit der ausklappt. Also am Anfang ist die sozusagen eingerollt, diese Combo-Boxen. Wenn ich daneben auf diesen kleinen Button drücke, dann klappt das Auswahlmenü aus. Und ich gebe dem eine Breite von, sagen wir mal, 15. So. Und das wäre jetzt schon alles, aber ich muss dem auch noch Werte übergeben. Und hier mache ich mir, das ist einfach übersichtlicher, eine Liste, die ich übergebe. Ich könnte die Werte auch direkt reinschreiben. Also zum Beispiel hier könnte ich sagen, also man kann auch Zahlenwerte übergeben, natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und 8. So. Und dann könnte man das Ganze schon auf den Bildschirm packen. cb.pack. Und ja, kann man jetzt hier auch die Side of Left. So, jetzt können wir eigentlich das Ganze schon starten. Jetzt kriegen wir gleich noch einen Fehler, eine Fehlermeldung. Ich zeige euch das mal. So. Und hier seht ihr, der Name Combo Box ist not defined und dementsprechend traurig sieht jetzt auch unser kleines Fensterchen aus. So. Was ist das Problem? Ich muss die Combo Box extra aus einem Untermodul importieren, wie ich Scrolled Text importiert habe. Und das mache ich mit from tkinter.ttk. Import Combo Box. In dem Untermodul TTK sind noch mehr Möglichkeiten drin. Ich könnte hier statt Combo Box auch alles importieren, aber das muss ich jetzt nicht machen. So, ich könnte also hier ein Sternchen setzen. Ich möchte aber nur die Combo Box haben und das kann ich machen, indem ich schreibe Import Combo Box. So. Und jetzt
funktioniert das Ganze. So, ihr seht, die Fehlermeldung ist weg. Und mein Programm sieht so aus. Ja. So, das Erste, was ihr seht am Anfang, ist der Wert nicht gesetzt. Das möchte ich natürlich abändern. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, ich möchte aber eine schönere Liste drin haben. Ich möchte also nicht diese traurige Zahlenliste drin haben, sondern ich möchte ein paar Tiere dort hineinsetzen. CB-Liste ist gleich Storch, Frosch, Mücke, Huhn, Hahn, naja, also kann man sich eine ganze Menge noch, was weiß ich, Löwe, Knu und Strauß. So, und die werden jetzt hier reingesetzt. Die werden durch diese Variable CB-Liste übergeben. Und jetzt möchte ich noch, dass der mir am Anfang gleich etwas zeigt. Das mache ich durch den Befehl set. Und hier gebe ich CB-Liste 0 ein. Das heißt, er müsste mir als erstes jetzt den Storch zeigen. So, wenn ihr eine Liste hier hinten reinpackt, das hat das einen großen Vorteil. Ihr könnt dann diese Liste variabel erweitern, je nachdem, was der Benutzer eingibt und ob ihr das zulassen wollt, und könnt dann immer die Values, diese Werte hier aktualisieren. Und dadurch habt ihr dann eine große Flexibilität. Das ist zum Beispiel, wenn man sich einen Texteditor schreibt und möchte dort verschiedene Schrifttypen zulassen, aber eben auch teilweise nur nachdem, wie der Benutzer das aussucht. Das heißt, dann muss man ab und zu einen Schrifttyp noch dazu packen. Ist das zum Beispiel so eine schöne Sache? Oder wenn man zum Beispiel sagt, ich habe eine Grundschulklasse und prinzipiell möchte ich, dass dort die Möglichkeit besteht, falls ein Kind zuzieht oder wegzieht, dass ich das dann aus der Liste entferne oder in die Liste mit hinzunehme. So, und da kann man eben bestimmte Sachen, kann man sich das über so eine Liste, kann man sich das variabel gestalten. Gut, aber wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an. So, und jetzt habe ich als erstes, habe ich hier schon einen Wert drinstehen. Und ja, mehr passiert jetzt noch nicht. Wollen wir jetzt noch ändern, aber das zeige ich euch erst im nächsten Video. Und zwar gibt es dazu auch einen speziellen Befehl oder einen Unterbefehl eigentlich. Den Befehl selber kennen wir schon. So, das möchte ich euch im nächsten Video zeigen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.